sogar schon welche erlebt, die wegen einer 2 Probleme bekommen haben. Und Versagensängste bekommen haben, wegen einer 2. Wir hatten es vorhin. Eine 2 ist wirklich von der Beschreibung her eine Note, an der man wirklich nichts, gar nichts auszusetzen hat. Das ist eine 1, wenn man, ich würde es auch nochmal betonen, wenn man eine 1 auf eine Leistung kriegt, dann ist das eine Auszeichnung. Die Note 1 in der Beschreibung, wie sie da vorliegt, ist eine Auszeichnung für, sollte nicht als, die 1 ist keine 100%, auch wenn es von den 15 Punkten her 100% ist, aber die 1 ist von der Beschreibung her, wie es dort steht, eigentlich eine 150%. Niederschmetterndes Wort ausgeschrieben, schon Note 6, ungenügend, nicht genügend, ja, ungenügend, nicht gut, ja, und ja, 0 Punkte, ganz wichtig, 0 Punkte steht hier, die 6 ist 0 Punkte, 1 Punkt nicht, 1 Punkt ist 5, 0 Punkte, also keine Leistung, 0, 0, nix, niente. Nichts geschafft. 0 von 15 Punkten. Und die die Beschreibung, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. Nicht erwartete Leistung. Ach du Kacke! Holz verloren. War nicht mehr viel. Da muss ich wohl wieder Holz sammeln gehen. Ja, ganz zu Ende kommen wir heute nicht mehr mit der Brücke, aber wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher. Ich glaube, ich mache das Offscreen auch ein bisschen weiter. Na, oder nicht. Mal schauen, wer hier nicht ewige Parts an dieser Brücke hängen. Oder wir machen im nächsten Part so ein bisschen Zeitraffer. Ja, also schon 6. Die Beschreibung muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist sozusagen die Versagernummer. Also wenn der mit einer 6 ist das quasi, das, die Beschreibung sagt dir, deine Leistung ist kacke. Um das Ganze in Deutsch zu sagen, deine Leistung ist kacke, du kannst nichts. Ja, Leistung den Anforderungen nicht entspricht, also entspricht den Anforderungen nicht. Und ja, es sind keine Kenntnisse von, du wusstest den Stoff nicht, du hast nicht gelernt, du hast verkackt. Ja, sogar die Grundkenntnisse steht hier, entspricht, also nicht den Anforderungen entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Also, man kann dich quasi gleich einweisen, also das ist so, deine Mängel sind so fatal, also kann dich gleich rausschmeißen aus der Schule, das ist laut der Note 6, laut der Beschreibung der Schulnote 6, deine Leistungen sind so fatal, das ist also in absehbarer Zeit nicht behoben werden, es besteht keine Hoffnung mehr für dich, so zumindest diese Note, du bist ein hoffnungsloser Fall. Braucht man dich nicht mehr. Man braucht keine Hoffnung mehr darauf zu setzen. Brauchst auch nicht mehr zu lernen. Brauchst dich nicht mehr zu bemühen. Zu dem Motto. Bist ein hoffnungsloser Fall. Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Das sind Worte, das muss man sich mal. Wirklich, das so. Ich wiederhole mich nur, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Das ist
Das ist ein Todesurteil. Das ist, kann man so sagen, in Sachen Leistung ist das ein Todesurteil. Und da muss ich sagen, wenn ich mir das so durchlese, also mache ich mir gar keinen Stress mehr bei Noten. Also wenn ich das so weiß, also gerade was, also von der Grundbedeutung her der Noten, also in der Realität ist das dann noch ein bisschen was anderes, weil die Lehrer das dann immer ein bisschen anders bewerten und die Bedeutung der Noten scheinbar irgendwie nicht kennen, habe ich so das Gefühl, das sollte man mal den, also man sollte mal den Lehrern den Wikipedia-Beitrag von Schulnoten einfach mal zeigen. Das ist also die, das ist Wikipedia, das habe ich mir nicht ausgedacht. Da steht in Wikipedia, wenn du Schulnote, einfach nur Schulnote bei Wikipedia eingibst. Das ist. Was soll man da noch sagen, außer dass meine Kamera gerade ausgegangen ist, der Akku alle gegangen ist. Da war ich so vertieft in. Oh, ich brauche noch ein bisschen Holz, ich kann noch nicht hochgehen. Ich muss noch ein bisschen was sammeln. Ja, hier am Fuß des Berges. Ja, ich habe den Part wahrscheinlich auch schon überzogen. Ich war so vertieft in das Thema, dass ich fast die Zeit vergessen habe. Nicht nur fast, sondern dass ich die Zeit glatt vergessen habe. Ja. Ein abschließendes Wort, ein abschließender Satz dazu. Ja. Ja. Oder mehrere abschließender Gedanke zum Thema. Nö. Ja. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Schüler, also die Leistungen der Schüler mit Noten zu bewerten, also ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe es euch vorgelesen, das sind Beschreibungen, die in kurzen Wörtern zusammengefasst werden und diese kurzen Wörter werden nochmal in Zahlen zusammengefasst. Das heißt, die Leistung der Schüler wird in einer kurzen Beschreibung zusammengefasst, dann nochmal zusammengefasst und nochmal zusammengefasst zu einer Zahl. Die Leistung eines Schülers in so kurz zusammenzufassen, dass man das in einer Ziffer ausdrücken kann, das ist so, wenn man sich das mal grundsätzlich überlegt, ist das eigentlich. Ist das eine fatale Sache? Ist das, kann ich nur sagen, da ist etwas drastisch schiefgelaufen, wenn man etwas so minimiert. Also da hat sich ein Schüler Mühe gegeben bei einem Projekt oder bei einer Aufgabe oder einem ganzen Schuljahr. Und dann steht da nur die Note 2 oder die Note 3. Da steht da nur die eine Zahl. Für alles, was der Schüler im ganzen Jahr lang gearbeitet und geleistet hat. Eine 2. Oder eine 3 oder eine 4. Versteht ihr, was ich meine? Das beschreibt nicht, ob der Schüler zwischendurch mal schlechte Tage gehabt hat und vielleicht irgendwie krank zu einer Klassenarbeit kam und irgendwie einen Test verkackt hat, weil er tierische Kopfschmerzen hatte und sich trotzdem in die Schule gezwungen hat, die Tests blöderweise mit einer heftigen Grippe noch gemacht hat oder ob der Schüler irgendwie mit dem falschen Bein aus dem Bett aufgestanden ist oder sonst was. Gerade bei Schülern, also gerade wenn ich mir angucke, 6., 7., 8. Klasse, wo es mit den Noten dann langsam halbwegs relevant wird. Oh nein, jetzt mache ich da Stile draus. Das soll es nicht. So, den Block mal hier ablegen. Dann nehmen wir den 20er mit. Ja. Gerade in der Zeit, würde ich sagen, 7., 8. Klasse. Wie alt ist man da? Nämlich, ich weiß es nicht mehr.
irgendwo in dem Dreh 16, 17, 15, 14, irgendwie in diesem Alter ist man gerade so in der wichtigen Zeit in der Schule. Das ist die Zeit, in der ein Jugendlicher in die Pubertät kommt, muss man so sagen. Und in der Pubertät, das weiß jeder, das weiß jeder Erwachsene, das weiß auch jeder Teenager, der es gerade ist. In der Pubertät, da hatte man andere Gedanken im Kopf. Da hat man Besseres zu tun, da hat man bessere Ideen im Kopf, als sich über Schulnoten und über Klassenarbeiten und über Schule im Allgemeinen einen Kopf zu machen. Mit 15, 16 oder sogar jünger, 14, 13, so die Pubertätszeit, in der Pubertätszeit hat man, es ist, ja, wem erzähle ich das? In diesem Alter hat man einfach, das ist, in diesem Alter macht man sich keine Gedanken um die Zukunft, in diesem Alter, ja, in diesem Alter spielen andere Sachen eine Rolle, die wir jetzt hier nicht ausschmücken müssen. Do you know what I mean? Gerade in dem Alter macht man mit solchen Verkürzungen, mit solchen drastischen Verkleinerungen, also Minimalisierungen, einem Teenager die Zukunft, an die er nicht denkt, an die er noch nicht denkt, kaputt. Muss man einfach so drastisch sagen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, kann man wohl sagen, dass die Schule den Kindern mit dem Notensystem die Zukunft kaputt macht. Und das ist eine Gefahr, die wir mit den Schulnoten gar nicht sehen, die man da gar nicht so bewusst vor Augen hat. Und die Beschreibungen sind ja lächerlich. Also es ist, dass man, ja, ihr habt's gehört. Was ich euch damit eigentlich nur hauptsächlich sagen möchte, was ich euch mit auf den Weg geben will, macht euch nicht so einen verdammten Kopf um die Schulnoten, die ihr bekommen habt, macht euch nicht einen Kopf darum, wenn ihr eine 4 oder eine 3 bekommen habt. Das ist, ich weiß auch nicht mehr, was ich da sagen soll, mir fehlen da die Worte, das ist, ich habe viele Zeiten erlebt, wo Schüler und Schülerinnen Krisen gekriegt haben und beinahe schon am Heulen waren und in Tränen ausgebrochen sind und wirklich in Tränen ausgebrochen sind. Ach, verdammt! Ich breche auch gleich in Tränen aus. So oft, wie ich hier sterbe. Ja. In Tränen ausgebrochen sind wegen Schulnoten, wegen einer 4 oder einer 3, die sie auf dem Zeugnis hatten. Oder auf einen Test bekommen haben. Oder ich habe sogar schon welche erlebt, die wegen einer 2 Probleme bekommen haben. Und Versagensängste bekommen haben, wegen einer 2. Wir hatten es vorhin, eine 2 ist wirklich von der Beschreibung her eine Note, an der man wirklich nichts, gar nichts auszusetzen hat. Das ist eine 1, wenn man, ich würde es auch nochmal betonen, wenn man eine 1 auf eine Leistung kriegt, dann ist das eine Auszeichnung. Die Note 1 in der Beschreibung, wie sie da vorliegt, ist eine Auszeichnung für, also sollte nicht als normales, also sollte nicht als, die 1 ist keine 100%, auch wenn es von den 15 Punkten her 100% ist, aber die 1 ist von der Beschreibung her, wie es dort steht, eigentlich eine 150%, eine 110 oder eine 100,
Das ist eine sehr, sehr gut. Also das Wort sehr gut bedeutet, dass du etwas besser als gut, also besser als, besser, ja, besser, schon besser. Du hast etwas besser gemacht. Besser als gut ist besser. Versteht ihr, was ich meine? Du hast etwas besser gemacht. Es ist, ja. Ich mache das wahrscheinlich irgendwie in zwei Parts. Ich will jetzt hier noch ein bisschen weiter reden. Will das irgendwie aufteilen, dass das in zwei kleinere Parts kommt. Ja. Was ich euch auch noch erzählen will, ich sag keine Namen, deshalb wird es irgendwie in Ordnung gehen. In der Berufsschule gibt es einen, also die jüngste Schülerin in unserer Klasse, die ist jetzt 15 oder 16, so genau weiß ich es nicht. Ich glaube 16 ist sie. Mit 16 Jahren in der Berufsschule. Das macht das hat mir auch zu denken gegeben. Mit 16 Jahren macht die eine Ausbildung. Mit 16. Ich bin jetzt 21 im ersten Lehrjahr. Die ist 16 und macht ihre Ausbildung. Ich habe sie mal gefragt. Ich bin mal zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob sie schon eine Idee hat, was sie nach der Ausbildung machen will. Ob sie schon eine Vorstellung davon hat, wie es jetzt weitergeht mit dem Leben. Natürlich hat sie das nicht. Mit 16 Jahren. Die ist minderjährig, die ist gerade so am aus der Pubertät rauskommen oder ist es gerade rausgekommen. Das ist das junge und zarte Alter 16. Ich werde damit bis heute nicht fertig. Das erste Lehrjahr ist bei mir fast vorbei. Ich komme da nicht drauf klar. Wie ein 16-jähriges Mädchen eine Ausbildung macht. Schule irgendwie schon abgeschlossen. Nichts gegen diese Person jetzt, also sollte sie zuhören, nichts für ungut, nichts. Nichts gegen ihre Entscheidungen oder so. Ich will auch dieser Person nicht sagen, die hätte sich falsch entschieden, aber in der Ausbildung, die Ausbildung ist der Zeitpunkt, an dem man aus der Schule rausgeht, sich eine eigene Wohnung besorgt, ins Leben startet und damit anfängt, die ersten Schritte eigenständig im Leben zu wagen. Eigenständigen Entscheidungen zu treffen und dann wirklich das Leben selbst zu beginnen. Mit 16, Leute. Mit 16 ist man, ich will jetzt niemanden bevormunden. Einige Leute sind bestimmt schon reif in diesem Alter und vielleicht ist sie auch schon reif in diesem Alter, aber ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ich weiß, aber was ich damit sagen will, mit 16. 16 ist noch kein Alter und sollte noch kein Alter sein, in dem man in das Leben startet, in dem man die Ernsthaftigkeit des Lebens, in dem man Steuererklärungen macht, in dem man sich selbst was zu essen kochen muss, in dem man selbst allein in der Wohnung wohnen muss. Das ist. Versteht ihr, was ich meine? Mit 16 sollst du andere, mit 15 oder 16, wie auch immer. Und 15 oder 16 sollst du andere Probleme haben dürfen. Ich habe ein bisschen eine andere Schulausbildung gehabt. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon erraten. Ich war auf einer Waldorfschule. Für die es noch nicht wussten, für die, die es noch, die das Offensichtliche noch nicht gesehen haben, die. Ja, wie war der Waldorf? Flüster.
Hüstel. Eins meiner, das zweitmeist geklickte Video auf meinem Kanal, Viva La Waldorf, Spielfilm, kleines Augenzwinker. Für die, die neu sind, die es noch nicht geschnallt haben, also für die, die neu sind und noch nicht die Zeit hatten, das zu entdecken, und für alle, die alt sind, die schon länger dabei sind und es noch nicht geschnallt haben, die sich den Spielfilm Viva La Waldorf angeguckt haben, die sich einige Videos, in denen ich schon darüber geredet habe, angeguckt haben und es trotzdem nicht mitbekommen haben. An alle die, Überraschung, ich war Waldorfschüler. Ja, da ist es mit den Noten sowieso ganz anders. Da kriegt man Noten erst ab 10. Klasse. Ab der 10. Klasse. Bis zur 10. Klasse ist da keine Benotung. Das finde ich gut so. Ich bin verdammt dankbar darüber, dass ich in der Waldorfschule ohne Schulnoten aufgewachsen bin. Das war richtig so. Das war gut so. Vielleicht bin ich auch deshalb so ein bisschen Feind der Schulnoten, weil ich schulisch so erzogen wurde. Aber ja, macht euch selbst einen Kopf darüber, macht euch selbst Gedanken. Und ja, schaut selbst. Ich habe euch die Fakten auf den Tisch gelegt. Guckt, was ihr damit macht. Ich sage euch nicht, dass ihr Schulnoten scheiße finden sollt. Könnt ihr natürlich weiterhin immer noch gut finden. Man kann Sachen immer gut und schlecht finden, man muss es nur begründen können. Ich habe es, glaube ich, heute ein bisschen begründet. Ich denke, ich habe es offengelegt und gut begründet, warum ich gegen Schulnoten bin. Genau deshalb. Aus den Fakten. Weil die Beschreibungen absurd sind und ja, die beste, schlechteste Note, die Nummer 4, die Note 4, eine so gute Beschreibung hat, dass man, ja, und auch die 5, dass die 5 noch so eine Beschreibung hat, dass man da sagen kann, ja, gut, 5, okay, ist nicht ganz so spitz, aber okay. Wenn diese Beschreibungen so auf dem Papier, auf dem Zeugnis stehen würden, auf den Klassenarbeiten, die zurückgegeben werden, da wird sich keiner mehr Gedanken um eine 5 machen oder um eine 4. Sollte man mal in ein Verhältnis stellen, sollte man mal hier gucken, wie man die Schüler bewertet. Ja, und ich muss mal hier ganz schnell Schluss machen. Ich habe hier schon wahnsinnig überzogen, wahrscheinlich schon 2 Parts produziert und ich muss weg. Ich hab noch anderes zu tun. ich habe noch anderes vor. Ich muss das hier jetzt mal aus zeitlichen Gründen, aus organisatorischen Gründen beenden. Ja, würde mich noch umsonst euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mal mit dem Zwergenfest verpassen wollt, nicht den nächsten Part von Minecraft Arno mit dem Zwergenfest verpassen wollt, blablabla, zum Ende nochmal verhaspelt. Ja, habt da vor allem noch einen angenehmen und fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal wieder und ja. Macht's nicht gut, macht's besser. Ja, so ungefähr. Macht euch nicht zu viel Stress wegen Schulnoten. Wir haben ja gerade erfahren, was sie in Wirklichkeit bedeuten. Und haut da rein. Ciao, ciao. Tschö, tschö, lidö. Bis dann.